schön reparieren. Alter, der Kanonier hat doch gesoffen. Servus, grüß euch, habe die Ehre und Ahoi. Eine weitere Folge von unserem Lafti auf den Meeren von Skull and Bones. In der letzten Folge haben wir uns ein neues Schiff geholt und jetzt wollen wir mal das Schiff auf Herz und Nieren testen. Gäh? Sagst du auch. Dann schauen wir mal, was uns so erwartet. Müssen wir reparieren? Jawohl, machen wir gleich. Und setzen die Segel. Ja, da bleibt noch genug für uns übrig. Ah, wir haben es beim letzten Mal ja mal so kurz angetestet, aber noch nicht so richtig. So, wo gehen wir jetzt denn da eigentlich mal hin? Gucken wir mal hier runter, was hier denn so los ist. Nö, ich nehme einfach mal hier alles mit. Oh, Silvesterraketen. Können wir immer gebrauchen. Na, wer bist denn du? Ich würde mal sagen. Yo. Okay, viel zu kurz. Jawohl. Ah, Ausdauer geht mit der viel, viel schneller runter. Ja, hier, was willst du denn da jetzt noch ändern? Wir haben den doch gerade versenkt. Aber es knallt heftiger. Es knallt wesentlich heftiger. Und da vorne ist gleich der nächste. Nehmen wir mit. Ist schon ein bisschen angeschlagen. Ah, und so langsam aber sicher mag die Maus irgendwie gar nicht mehr. Oh. Der trifft. Wow. Also die ist echt heftig. Wie Zeit zum Nachladen. Jawoll! Eine Runde Schiffe versenken für Fortgeschrittene. Ja, machen wir uns mal hier an der Küste entlang auf den Weg nach unten. Ja. Ja, okay. Wenn du das so sagst, haben wir. Dann tun wir endlich mal das, wofür wir da sind. Kapern und entern. Aber wir könnten es eigentlich auch mal sinnvoll machen. Ein kurzer Break für den Sponsor dieses Videos. Dieses Video wird unterstützt von Dubby Energy.
ein Shake Energy ohne Zucker, ohne Taurin, aber mit mega geilem Geschmack. Link und Rabattcode, um eure 10% zu sparen, findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Setzen uns hier mal eine Markierung. Begeben uns nach St. Anne und nehmen derweil alles mit, was uns vor dem Bug kommt. Fast. Jetzt kommen die guten Heckkanonen. Und es ist wesentlich wendiger. Ah, komm, ein bisschen näher ran, dann zünden wir es gleich noch mit an. Und jetzt noch mal eine Breitseite und noch mal hinterher. Also nichts für ungut. Ich mag das neue Schiff. Ich mag es. Gefällt mir. Ja, von der Optik ist es auch schon wesentlich mehr in die Richtung, wo ich dann mal will. Ich habe jetzt nicht vor, die da anzugreifen. Der schaut nämlich recht stabil dort aus. Aber wir könnten mal ein bisschen reparieren. Nicht, dass wir das nächste Mal eine von Latz kriegen. Hä? Wo schippern wir jetzt? Ja, jetzt müssen wir dann doch hier durch. Ja, kriegen wir hin. Oh, hier hat erstmal einer vor kurzem Party gemacht. Soll man oder soll man nicht? Dumme Frage, dumme Frage. Okay, der hat jetzt schon mal eine gut von Latz gekriegt. Wir müssen ihre Beute irgendwo versteckt haben. Wo? Wo? Was und wie? Ja, wo kommst du denn her? Oh, jetzt legen wir uns gerade mit zwei an. Und da ist auch noch ein Turm. Okay, der Turm ist intakt. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, hier nicht auf der Stelle bleiben hier. Schön reparieren. Alter, der Kanonier hat doch gesoffen. Schauen wir, dass wir mit denen hier den erwischen, weil die hauen ordentlich rein. Oh, die Heckkanonen, die sind halt auch so richtig gut, aber langsam im Nachladen. Okay. Na, mit dem Kleinen haben wir jetzt halt hier echt richtig zu tun. Oh, oh. Eine bemerkenswerte Leistung, Kapitän.
Komm, 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 komm. Runter vom Schiff! Los! Und nochmal mit der Heckkanone hinterher, komm! Lass mich mit der Heckkanone schießen. So, der ist runter versenkt. Wo ist der andere große? Der hat sich verzogen, aber da haben wir schon wieder den nächsten. Wow, wow, wow. Der ist allerdings nicht so stabil, wie der andere kleine gerade war. Ey, weg mit den Silvesterraketen. Lassen wir sie die Kanonenkugeln und das Kanonenpulver schmecken. Zu kurz. Und den Turm müssen wir uns ja auch noch kümmern. Oh, der war recht gut. Oha, der ist aber echt stabil. Und die Heckkanone. Schauen wir erstmal, dass wir den hier runterhauen. Ja, wo kommst du denn her? Hauptsache versenkt. Irgendwas hat uns von hinten getroffen. Ja, lad mal schneller nach. Ich mag die Heckkanonen, die sind richtig gut. Oh, 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 komm, komm, komm und reparieren. Der Turm segnet gleich das Zeitliche. Komm, 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 lad nach. So. So gefällt mir der Turm. So ist er gut. Okay. Da vorne haben wir den nächsten. Treffen wir jetzt. Ja, das schaut gut aus. Sag mal. Haben die hier jetzt noch nichts, oder was? Ey! Glaube, es geht los. Ja, lad mal schneller hier. Das ist nämlich so ein ganz, ganz toller Silvesterturm. Der schießt nämlich die ganze Zeit mit den Raketen. Erstmal hier ein bisschen wieder rauskommen. Ja, ja, jeden Moment zusammenbrechen, das dauert noch ein bisschen. So, jetzt hat er sein Pulver verschossen. Und wir richten uns aus. Komm, kriegen wir nochmal? Ja, komm, 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 komm. Jawohl. Wie, der steht noch. Jetzt aber nimmer. Oh, die machen da drin aber ganz schön Krawall. Okay, wo ist denn der nächste Turm? Ja, dann such die Beute mal. Wo ist der nächste Turm? Wir haben doch noch einen Turm.
Wo? Ah, okay. Ja, warum auch nicht? Machen wir den halt mal da auch noch des Bergetrupps mit unterwegs sind. Kein Problem. Ja, nehmen wir einmal mit. Wo ist der andere Turm? Ah, da hinten ist er. Da ist er. Hä? Wer schießt wo? Da ist ein Turm. Nein, bereit machen zum Reparieren hier. Da ist noch einer. Das sind zwei. Au, die tun richtig weh. Aber ich glaube, der ist gemeint. Schießt der auch so aggressiv auf uns? Nee, da können wir schön in Deckung gehen. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg. Was kriegen wir hier denn von Latz? Wow. Okay. War das da hinten von dem Vor? Ändern? Was willst du hier ändern? Die Hälfte von der Besatzung ist in der City da drin. Komm, lad mal hier nach. Ja, dann lad mal nach. So, gleich drehen. Bevor die da drüben gleich wieder das Ballern anfangen. Oha. Oh. Nein, 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 oha. Also das Vor da hinten, das hat's echt in sich. Dann machen wir das jetzt mal ganz einfach so, dass wir zwischen Vor und diesem... Ja, jetzt von da... Jetzt schießt der von da drüben. Nein, 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 komm weg hier. Gluck, 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 gluck. Ah. Das war jetzt ziemlich unnötig. So, jetzt geht's plündern noch weiter. Komm, 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 gleich nochmal hinterher. Komm und gleich nochmal hinterher. So, jetzt können wir hier anfangen. Und wir schauen zu, dass wir nicht in dieser Ecke hier bleiben. Wir gehen in die vordere hier.
Wow. So, wir bleiben in diesem Bereich. Aber wir können doch schon mal... Wie, was, warum, weshalb, wo? Was zum Teufel hat uns denn jetzt versenkt? Ja, komm, geh mal da in Reichweite. Los, komm, mach nicht lang rum. Was zum Teufel hatte uns jetzt bitte versenkt? Aua! Okay, da weiß ich's, was es dann ist. Oh, wir bleiben auf jeden Fall hier schön weit drüben draußen. Schön außerhalb von der Reichweite von denen bleiben. Hua. Okay, komm. Komm, der trifft. Gut, versenkt. Da hauen wir auch noch ordentlich mit drauf. Der ist stabil. Was meinst du, was wir gerade tun? Feuern aus allen Rohren. Komm. Jawohl, konnten wir mal mit der Heckkanone schießen hier. Oh ja. Okay, ich glaube, wir sind da ein bisschen... Au. Gleich nochmal. Und weg von hier, bevor die anderen hier auf uns schießen. Komm. Mach mal hin hier. Wo kommt denn der her? Nee, komm. Komm weg hier. Ja, nee, einsatzbereit ist gerade komplett egal. Weg hier. Ich glaube, ich traue meinem Schiff ein bisschen zu viel zu. Aber okay, jetzt sind wir so oft versenkt worden. Jetzt können wir nur noch im Hafen. Ja, die Trümmer von unserem Schiff zusammenbasteln. Ja, plündern wurde beendet und zwar nicht im Positiven. Der Tod hat dich verschont. Das sollten wir ausnutzen. Ja, natürlich. Ich frag mich nur, wie mein Schiff diese heftige Dauer... Kanonierung, Beschieß oder Beschuss mit Raketen und was weiß ich nicht noch alles, doch so brauchbar überleben konnte.
Soll mir aber recht sein. Gut, für die Zukunft wissen wir sind noch lange nicht unbesiegbar und noch ganz, ganz weit davon entfernt. Bloß weil wir jetzt ein neues Schiff haben, ja, sind wir noch nicht der Rambo der sieben Weltmeere. Einmal hier ein Cut. Wenn euch die Folge trotz der vielen Versenkungen gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn noch nicht passiert, gerne ein Abo. Wir sehen uns zur nächsten Folge oder bei einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus. Lauf durch das crazy world, hier bist du frei. Egal ob Dschungel oder Apokalypse, wir sind dabei. Komm und erlebe die Abenteuer pur. In Lauf durch das crazy world, hier ist jeder.